Schön, dass du da bist. Heute öffnen wir eine Entwicklungen in Paldea Box auf Englisch einmal, weil ja, ist halt so. Also auf geht's. Das nenne ich mal einen wilden Haufen hier. Ey, ich erwische immer die ETBs, wo die Würfel einfach schon auf sind und kaputt sind. Aber naja, also die Würfel sind nicht kaputt, aber sie sind halt auf, ne? Dann haben wir hier natürlich noch was Schönes, und zwar Folien, mit denen ich auch mein erstes Turnier gespielt habe. Diese Folien mag ich wirklich sehr. Dann hier schicke Trenner. Ich muss auch sagen, die Folien sind wirklich, oder das Artwork generell von der ETB, mag ich sehr, sehr. It was at this moment that he knew. He fucked up. Gerne, und ich schmeiß die Kamera um. Sorry about that. Und dann haben wir hier noch, natürlich auch noch Marker für Verbrennung und Vergiftung. Was haben wir noch Schönes? Energiekarten. Energiekarten kann man auch mal gebrauchen, auch weil ich davon schon jede Menge habe. Natürlich die wunderschöne Anleitung. Durchblättern, glaube ich, müssen wir nicht. Ne? Und natürlich hier, ich glaube, es sind 9 Boost. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 9 Booster. Und natürlich, wir dürfen auch das hier nicht vergessen. Die Promokarte ist natürlich einfach hier nur Zucker. Und ich muss natürlich auch sagen, die erste Promokarte, die ich aus der ersten ETB geöffnet habe, die habe ich meinem Sohn geschenkt, weil der halt auch ein Pikachu-Fan ist und auch sein erstes Pokémon-Spiel Kamezin war. Und deswegen passt natürlich die Promokarte perfekt in seine Sammlung. Aber jetzt habe ich sie auch. Und vor allem können wir nochmal schön Entwicklungen in Paldea öffnen. Nicht lang rumschnacken. Achso, für euch nochmal die Info. Ich mache jetzt beim Booster öffnen und auch dazwischen ein bisschen weniger Cuts. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das vielleicht auch besser ankommt. Ich meine, ihr könnt mir das ja mal schreiben, wenn ihr schon vergleichen könnt. Weil sonst cutte ich sehr viel zwischen den Boostern an sich. Und naja, ich weiß nicht, ob es euch gefällt oder nicht. Das müsstet ihr mir halt mal da schreiben. Ich mache es jetzt, wie gesagt, eben mal ein bisschen weniger gecutte. Und das liegt halt auch daran, dass wir irgendwann mal die 4000 Stunden Watchtime gerne hätten, ne? So, aber jetzt haben wir auch vielleicht hier erstmal einen schönen Hit. Fletchling, Calamitous Wasteland und ein Oricorio. So ein hübsches Artwork. Oricorio. Cute. Die Leute, die Shorts gucken, die müssen auch mega verwirrt sein dann, wenn ich dann so zwischendurch solche Sachen sage, wie mit Katze und sowas. Und dann, wieso? Der Short ging hier gerade 20 Sekunden. Aber naja, so ist das halt eben, wenn man aus Longform-Content Short-Content macht. Ne, so nennt sich das. Boah, ich habe keinen Platz hier, Leute. Kein Platz. Alles mal hier zur Seite. Und dann geht's weiter. Baochan EX, ey, wie oft ich gegen diesen Typen angetreten bin im TCG-Spiel. Das ist einfach nicht mehr feierlich. Aber so ist es halt. Der ist halt eben einfach stark. Keine 4 Karten, nur eine Karte. Und dann schauen wir mal, ob wir was Schickes ziehen. Da ist Krokel. Krokel mag ich so gerne. Davon hätte ich auf jeden Fall gerne die Old Art Reihe. Die habe ich ja schon mal online versucht zu jagen. Da haben wir auch eine Karte bekommen. Aber so in echt besitze ich davon noch nichts. Aber ein Meryl. Oh, guck mal, wie cute. Wie cute. Es ist einfach, ja, also ein Goldstern. Aber sehr, sehr hübsch. Mit den ganzen Libiskos hier im Hintergrund. Und dahinter haben wir noch ein Befehl vom Boss. Cool. Befehl vom Boss kann man immer gebrauchen. Spielstarke Karte. Ne? Kann man immer in jedem Deck gebrauchen, ganz ehrlich. Dann muss man da nichts irgendwie dann neu bestellen. Und natürlich in Meryl ist natürlich schon mal ein richtig schöner Hit. Das kann man so sagen. Legen wir also dazu. Das ist auch cute, ne? Uiuiui, ich weiß gerade gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Tatsächlich. Ja, gut. Naja. So, Maskagato, EX und ich. Wir hatten auch schon jede Menge Spaß im TCG Live. Da habe ich ja auch ein Deck davon und spiele es auch gerne. Also würde ich mich natürlich auch über einen Maskagato EX hier freuen, wenn wir eins ziehen. Ne? Keine Ahnung, man freut sich immer über die schönen Starter. Ne? Besonders, wenn man mit denen einfach auch Verbindungen hat. Also wenn man halt einfach das Spiel dann auch gespielt hat, dann freut man sich noch ein bisschen mehr, ne? Iono, sehr gut. Sehr gut, dass ich die auch nochmal gezogen habe. Auch nochmal gebrauchen. Und dann haben wir noch ein Pupita und als letzte Karte ein Gyarados.
Aber wie gesagt, also Ione nochmal zu ziehen, das ist auf jeden Fall nochmal sehr cool, weil ich die einfach auch nochmal für ein anderes Deck brauche. Und je mehr Sachen man natürlich hier zieht, desto weniger muss man dann bestellen. Und das macht es auch auf jeden Fall praktisch. Deswegen, ja, über spielstarke Karten freue ich mich einfach auch. Ne? Sie haben dann vielleicht nicht den massivsten Kartenwert oder sehen vielleicht auch vom Artwork halt nicht unbedingt am hübschesten aus. Aber wenn man daraus wieder ein paar Decks bauen kann oder irgendwie mal ein bisschen rumspielen, dann ist das einfach cool. Kittuttel. Hat auf jeden Fall anders gelächelt gerade, ne? Auch schön. Ein Pummeluff. Haben wir noch Dendra. Hier noch ein Polisant. Miss Drievous. Schick, schick. Und was noch? Ein Pawmord. Und die letzte Karte ist ein Bunthno. Ich kann es einfach nicht aussprechen auf Englisch. Und vor allem jetzt kommt auch wieder das Traurige. Ich weiß gerade gar nicht den deutschen Namen, ey. Mann, ich müsste mal wieder reinschauen, aber ich habe schon so lange nicht mehr reingeschaut, weil ich einfach keine Zeit habe. Arbeit, Studium, Familie, oh, YouTube-Kanal. Nebenbei mache ich noch auf meinem Twitch-Projekt auch noch was hier. Das ist aber noch was ganz anderes, eine ganz andere Nische. Auch noch so viel zu tun. Ja, das ist manchmal alles gar nicht so einfach. Aber ich hoffe, dass ihr das wertschätzt, was ich hier tue und wie viel Kraft und Zeit ich in diesen Kanal stecke. Und ja, wenn dir es gefällt, würde es mich freuen, wenn du das in Form eines Likes oder auch in Form eines netten Kommentares und wenn da nur drin steht für den Algorithmus. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So. Paldea Tauros, auch einfach cool, ne? Muss man sagen. Therapeutische Energie, die bräuchte ich auch bei den ganzen Aktivitäten, die ich so mache. Dann haben wir noch ein Bombardier, ne? Und ein Limura. Aha. Aha, aha. Kein großer Hit, aber auch jetzt nichts, was ich persönlich irgendwie, wo ich jetzt großartig was mit draus bauen kann. Was kann die therapeutische Energie eigentlich? Was macht die eigentlich? As long as this card... Ich muss mir das so durchlesen, sorry. Solange wie diese Karte an ein Pokémon angelegt ist, macht sie eine Normalenergie, das Pokémon an diese Karte angelegt. Ach so. Ah, es erholt sich also von Schlaf, Verwirrung, Paralyse und kann auch nicht bei diesen... Es kann nur vergiftet werden dann und brennen, ne? Genau, also paralysieren. Oh, ist okay, ne? Ist nicht unbedingt die spielstarkeste Karte, würde ich mal behaupten. Aber okay. Ist halt die Frage, wo du es brauchst vielleicht, ne? Keine Ahnung. Gibt halt wenig Decks, spielen halt da drauf. Irgendwie, dass das gegnerische Pokémon schläft oder paralysiert ist oder so, ne? Das ist halt irgendwie die... Mit den Konditionen, da ist nicht so viel tatsächlich. Ne? Wenn ich an das Galar Smogmog denke, mit dem strahlenden, ja, Sneasler heißt es auf Englisch, wie heißt das auf Deutsch? Naja, auf jeden Fall, da wurde so ein bisschen mit Gift rumgespielt, da ist ganz gut Schaden gemacht. Aber sonst kenne ich persönlich da nicht so Decks, wenn du da welche kennst, dann klär mich doch auf. Superball, Relor, Raichu, Goffidil, Arctibux, jetzt geht's los, Murkrow, es geht bestimmt weiter. Ja, mit Magnemite und ein Luxray. Oh Mann, ey. Also, hier, die Hits sind ja auch gerade wieder ein bisschen mau, ne? Was das angeht. Die Hits hier, sie halten sich zurück, ne? Das vereinzelte Merrill, was wir hier haben. Das vereinzelte? Ah, na gut, wir haben ja noch drei Booster, ne? Da ist ja noch vielleicht was möglich, muss man ja mal sagen. Ach so, by the way, bin ich auch am Überlegen, ob ich vielleicht irgendwie die Kameras auch tausche, dass die Karten für euch schicker sind. Ich habe halt leider nicht so viel Knete, dass ich jetzt irgendwie mir noch richtig krasses Kamerasetup kaufen kann. Irgendwann vielleicht mal. Irgendwann mal gibt es bessere Kameras für euch, damit das auch, ja, ich einfach besser zeigen kann, ne? Ich hoffe, bis dahin ist das für euch soweit in Ordnung. Aber gute Kameras sind teuer. Und wenn man noch kein Partner ist, kriegt man noch keine Kohle. Raichu. Da ist die Lieferungsdrohne. Ein... Oh, ich glaube, Saltigant oder so, ne? Eigentlich auf Deutsch. Und dahinter? Ah, ein Velusa. Eieiei. Das Farm-Pokémon, wo ich mit Olivia immer gefarmt habe. So.
Aber ja, schade, dass jetzt hier nicht so viel weiter kommt, ne? Tja, tja. Naja, zwei. Zwei haben wir ja noch. Und da ist vielleicht alles möglich. Das hoffe ich jedenfalls. 2, 3. Ich will immer auf 1, 2, 3, 4, ne? Ihr seht's. Ich steck einfach im Limbo von den alten Sachen. Ah, guck mal hier. Ein Quacks. Na, was haben wir denn noch Schönes? Makuhita. Oh, ich find's immer so seltsam, dass die einfach im Englischen total anders heißen. Da ist nochmal ein Quacks, aber mit einem anderen Artwork. Und Dendra Full Art. Und es ist sogar, glaube ich, die... Gibt es nicht sogar noch eine andere Dendra? Gibt es die zweimal? Ich weiß es nicht genau. Egal, Recherche Phil und Cutter Phil wird es herausfinden. Aber eine richtig geile Full Art. Ich mag Trainer Full Art Karten, ich kann reden. Und das ist schon richtig nice, dass wir hier eine gezogen haben. Sehr, sehr cool. Dahinter noch ein Hariyama. Aber hier, das ist doch mal ein Hit, über den man sich freuen kann. Denn, wie gesagt, ich persönlich mag Trainer Full Art Karten sehr. Na, dafür hatte ich auch ursprünglich mal den zweiten Ordner gekauft. Mittlerweile müsst ihr endlich einen dritten Ordner kaufen, weil ich einfach nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Karten. Just First World Problems, könnte man sagen. Letzter Booster. Und mal gucken. Schade, dass wir hier jetzt nichts, nicht mal eine normale EX oder so ziehen. Naja, aber hey. Hey, ne, wir haben gerade was Cooles gezogen. Ich will mich nicht schon wieder beschweren. Man darf auch mal einfach mit dem zufrieden sein, was man eben hat. Ne, Basisenergie, Meryl, da ist noch ein Mankey. Da haben wir noch eine super Angel, die kann man auch immer gebrauchen, ist auch super spielstark. Da ist nochmal der gute Herr, ein Rocky D. Wird wahrscheinlich nicht so ausgesprochen, aber egal. Ein Titan und... ich verfluche dich, Bauchane Ex. Oder auch Jin Pao. Ja, schön, dass ich dich jetzt auch in meiner Sammlung habe. Für alle, die sich wundern, warum ich jetzt so gerade so gespaltene Gefühle habe. Ah, guckt mal so das ein oder andere TCG-Video vielleicht rein. Und ja, habt auch viel Spaß damit. Ciao, ciao.